Dieses kurze Lernvideo baut auf den ersten Teil zur Instinkthandlung auf und behandelt das Prinzip der doppelten Quantifizierung. Um dies zu verstehen, betrachten wir in erster Linie nur die Phasen Motivation und Schlüsselreiz aus dem Ablauf der Instinkthandlung. Denn diese beiden Punkte haben verhaltensauslösenden bzw. verhaltenshemmenden Charakter. Machen wir dies kurz am Beispiel der Kröte fest. Hat die Kröte Hunger, löst dies Appetenzverhalten, also beispielsweise ein suchendes Herumhüpfen aus. Fehlt aber die innere Bereitschaft, wenn sie also gerade keinen Hunger hat, dann erfolgt auch keine Appetenz, keine Taxis und folglich auch keine Endhandlung. Nun kann man so weit gehen und einer völlig übersättigten Kröte einen Mehlwurm, ihrer Leibspeise, vorsetzen. Trotz des eindeutigen Schlüsselreizes Mehlwurm wird die Kröte diesen nicht anrühren. Warum? Genau hier kommen wir zum springenden Punkt. Im Rahmen der Instinkthandlung verrechnet die Kröte in neuronalen Strukturen des Gehirns ihre derzeitige Größe der inneren Bereitschaft, also ihr Hungergefühl, mit der Stärke des Reizes. Und nur wenn der Reiz und die innere Bereitschaft zusammenwirken und zusammen einen Schwellenwert erreichen, kommt es zur Endhandlung. Hierbei kann auch in einem gewissen Rahmen eine geringere Motivation durch einen sehr großen Reiz kompensiert werden und andersherum auch. Die Verrechnung der beiden Größen, Motivation und Reiz, findet im sogenannten Koinzidenzelement statt, was also eine Art Verrechnungseinheit irgendwo im neuronalen System des Lebewesens ist. Häufig wird die doppelte Quantifizierung über mehr oder weniger anschauliche Blockschaltbilder verdeutlicht. Dieses Blockschaltbild lässt der Übersicht wegen Appetenz und Taxis außen vor. Wir haben hier einen Reiz, in unserem Fall den Wurm, der über Rezeptoren, hier die Photorezeptoren in den Augen der Kröte, wahrgenommen wird. Über das Koinzidenzelement, dargestellt durch einen Kreis mit einem Punkt, wird die Reizstärke mit der Größe der inneren Bereitschaft verrechnet. Überschreiten diese einen Schwellenwert, kommt es zur Endhandlung. Wichtig ist hierbei noch, dass eine erfolgte Endhandlung in der Regel die innere Bereitschaft auf eine erneute, gleiche Instinkthandlung senkt, hier dargestellt durch das Minus. Dies ist auch nachvollziehbar, da die Kröte nach dem Verzehr des Wurms gesättigt sein wird. Fassen wir noch einmal in einem Satz zusammen. Unter dem Prinzip der doppelten Quantifizierung beeinflussen zwei Größen die Intensität der Handlung, und zwar die Größe der äußeren Reize sowie die Stärke der inneren Bereitschaft. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch sowie ein Abo freuen. Auch darfst du dieses Video sehr gerne mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, deine Streberfabrik.